Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockster und Freunde, heute stelle ich euch ein Set vor, was mich mal wieder gezwungen hat, meine Nase in meine Fachliteratur hier zu stecken. Und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Eine fast 11 Minuten Tonspur rund um das Set, was ich euch gleich präsentieren werde. Das ist ein bisschen lang, denn dieses Set hat nur 675 Teile. Deswegen denke ich mal, 11 Minuten nur Speedbild und Faktengelabere wäre viel zu viel. Und jetzt denkt euch, worüber reden wir? Natürlich hier rund um die Heinkel HE111 P25717 von Kobi. Darüber möchte ich mit euch heute reden und das Set vor allen Dingen klemmen, eines meiner Lieblingsflugzeuge. Ihr habt im Intro ja schon gesehen, dass ich ein paar Ausschnitte aus dem grandiosen Film Luftschlacht von England euch reingeschnitten habe, damit ihr mal ein bisschen Bezug zu diesem Luftfahrzeug bekommt. Ist eines meiner Lieblingsflugzeuge, weil ich seit klein auf diesen Film kenne, der nämlich eine Verbindung zu Star Wars hat. George Lucas hat sich nämlich von ein paar Szenen inspirieren lassen. So, aber jetzt genug gelabert. Wir schauen uns jetzt dieses Set von diesem deutschen Standardbomber hier mal genauer auf meinem Rollfeld, auf meinem Bautisch an. Ja, Freunde, da haben wir unsere Heinkel HE111 P-2 aus der Historical Collection World War II von Kobi 5717, 675 Teile und zwei Minifiguren. Ja, schauen wir mal, ich weiß nicht genau, weil wir haben hier zwei Köpfchen und da noch einen Kopf. Also wir haben wahrscheinlich, ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. Ich hoffe, wir haben hier zwei Minifiguren und so einen Kopf hier so angelehnt, den Piloten bzw. vielleicht auch den Bombenschützen. Vielleicht haben wir drei Kobi-Köpfe dabei, das wäre ziemlich cool. Wieder schön das Design, wir sehen hier so ein bisschen, glaube ich, England, das kann man an diesen Feldern so erkennen. Wir sehen, wie die Heinkel ihre Bomben abwirft aus ihrem Bombenslot und hier vorne sehen wir auch noch die zwei größeren Bomben. Und auch schon schön angedeutet, hinten der offene MG-Stand. Und was Kobi auch wieder schön macht, hier ist noch schön die Hurricane von Kobi versteckt. Finde ich richtig cool. So, drehen wir den Karton mal um. Denn hier ist mir was aufgefallen, was ich ziemlich cool finde. Wir sehen hier nämlich eine Heinkel HE111 mit einer Heinkel HE100. Das muss ein Werbebild von Heinkel sein, denn die HE100 wurde ja nur bei Heinkel selber eingesetzt als Werkschutz. Sie hat ja leider, obwohl sie wohl besser war als die HE109, nie die Serie erreicht. Googelt mal nach der HE100, eine sehr interessante Geschichte. Hier sehen wir den typischen HE111 Bombenschacht, beziehungsweise da gab es immer viele Variationen. Hier diese Bomben, diese kleinen Bomben stecken genau wie in echt hier drunter im Magazin und sind dann so rausgepurzelt. Hier sehen wir das Fahrwerk und wir sehen hier ja das Querruder bzw. die Landeklappen und hier haben wir auch nochmal ein historisches Foto. Die Fakten kriegt ihr von mir gleich kompakt in dem Speedbild, da freue ich mich schon drauf. Und hier sehen wir die zwei Piloten des Kampfgeschwaders 55 Greif in Frankreich. Das Flugzeug bzw. die HE111 hat später sogar auch noch, also auch noch in 1940, Nachtangriffe auf England geflogen. Dazu wurden die Maschinen dann schwarz-grau lackiert. Bin mal gespannt, ob Kobi hier auch mal irgendwann so eine deutsche Nachtjagdgeschichte bzw. Nachtbombergeschichte rausbringt. Wir hatten ja schon die britischen Bomber, die ja teilweise nur nachts angegriffen haben in bestimmten Phasen des Krieges, die waren ja schwarz. Aber bei den Deutschen würde ich es auch mal sehr interessant finden. Gerade die Nachtjagd, die Nachtschlacht war ja sehr, sehr interessant und ein typisch deutsches Phänomen als Reichsverteidigung. So, schauen wir uns von oben den Karton nochmal an. Auch typisch Scan Me. Wir sehen hier unten das typische babylonische Sprachgewirr und wir sehen auch, dass das Set ein sehr, sehr aktuelles ist. Und hier an der Seite sehen wir die Spannweite und die Länge plus das typische Figürchen in 1:1 Maßstab, was wir überall finden. Und hier die Play-Features, zum Beispiel, dass sich die Propeller drehen lassen. Welch ein Wunder! Ja, Freunde, und dann machen wir jetzt gleich einen kleinen Cut. Ich suche mir mein Messerchen und dann schneiden wir den Karton auf und gucken mal, wann dieses Set genau produziert wurde. So, Freunde, und dann schneide ich mit meinem Messerchen mein Kobi-Set auf. Ihr wisst, etwas, was ich nie so gerne mache und auch nicht so gut kann. Oh, aber hier bei Kobi geht es wieder wie Butter. Wie ein warmes Messer durch Butter, nicht wie Butter. Und dann klappen wir es mal auf und schauen mal. Am 21.04.2021 um 13.15 Uhr in Mielek wurde dieses Flugzeugchen gebaut. Ihr dürft als Erste reingucken und ich lasse es rausplumpsen. Ganz wichtig natürlich, und wir sehen es schon hier am Formteil wieder, Pet Printed. Das schreibt Kobi ja immer so grandios riesig auf seinen Karton drauf. Ich verstehe gar nicht, warum sie es so klein schreiben. So, der Karton geht zur Seite.
Buff. Wir haben Tüte 2, Tüte 1. Über Kobi-Steine an sich bräuchten wir gar nicht reden. Wir haben dieses kleine Formteilchen, wahrscheinlich für die Cockpit-Region. So, die Anleitung, die ein bisschen anders aussieht als der Karton. Hier fehlt nämlich diese Feldlandschaft. Wir haben hier, ja, sieht nach Explosionen aus und irgendwelche wirren Zeichen und ein bisschen Tarnfarbe. Da haben wir auch wieder die Fähigkeiten, die Eigenschaften ab 11 Jahren diesmal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann wieder typisch Kobi-Anleitungen. Was wir bauen, ist ausgegraut. Immer ein bisschen schwierig, oder wenn man hier Steinchen baut, die wie hier etwas grau sind und dann hat man etwas Ausgegrautes, das ist ziemlich blöd, aber naja gut, was soll man machen? Es gibt immer Anleitungen, was wie wo aufgenoppt werden soll, wenn es zum Beispiel wie hier diese Kobi-Bügelperlen gibt. Wir haben hier Bauabschnitt 1 und hier haben wir diese typischen Legenden, wo wir unsere Teils und Files anlegen können, dass wir ja unsere ungeraden Steinchen von den geraden unterscheiden können, wenn wir von Lego kommen und vielleicht nicht gerade Kobi-Fachmänner sind. Das finde ich immer ziemlich cool und auch Pfeile und so. Also Kobi-Anleitungen sind eigentlich, finde ich, über jeden Zweifel erhaben, außer was diese Farbgeschichte angeht, wenn wir hier graue oder helle oder weiße Steine bauen. Wir haben hinten, oh, ein bisschen Werbung. Wir haben die U52, die habe ich euch schon vorgestellt. Die B17 stelle ich euch noch vor, aber nicht die hier. Auch die Corsair stelle ich euch noch vor, auch nicht die hier. Und die Meeren 110 steht hinter mir im Rücken, habt ihr vielleicht das Video auch schon gesehen. Wir sprechen natürlich wie immer von einer klammergebundenen Anleitung, haben auf den letzten Seiten immer die Teile und jetzt könnten wir schon mal recherchieren. Hier sind zwei Köpfe von der Sorte und da ein Kopf, also wir haben hier wirklich drei Köpfe und drei Hauben. Also sprechen wir hier von zwei Minifiguren und einem extra Kopf und Murks möchte unbedingt ins Video, ihr hört sie vielleicht mauzen. Sie ist auch ein großer Flugzeugfan, denn da kann sie immer die Propeller abknabbern. Ja, wir haben 97 Bauschritte. Finde ich ziemlich cool. Oh, schaut euch mal an, diese Form. Schön, schön, schön. Und hier sieht man das Pad Printed. Die Tarnung ist hier halt gedruckt. Ja, Murks, willst du mit ins Video? Ja, Freunde, ihr habt gesehen, mein kleiner Tiger hat das Video gecrashed. Aber vielleicht könnt ihr euch ihr Schnurren ein wenig so vorstellen wie das Schnurren der Daimler-Benz-Motoren. Ja, Murks, das bist du schön im Video. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr könnt diesen Cut verstehen. Meine Katze ist halt nun mal die eigentliche Herrscherin dieser Wohnung. Wir müssen Folge leisten. So, Murks, willst du vielleicht weiter uns drehen lassen? Ja, sie will. Sie ist so gnädig. Freunde, also euch jetzt viel Spaß. Puh, ich muss die Haare wegmachen. Viel Spaß jetzt gleich im Speedbild und bei den Fakten zur Heinkel H111 P2. Ich habe richtig Bock, dieses schöne Flugzeug jetzt für euch zu klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und liebe Freundinnen und Freunde, heute sprechen wir über die Vorlage des Kobi-Sets 5717. Wir sprechen über die Heinkel H111. Aber hier nicht speziell in der Version P-2, sondern im Allgemeinen sprechen wir über diesen Bomber, der später ja seinen Ruf oder seine Wertigkeit verlor gegen die U-88, die ich euch hier auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt habe. So, Freunde, aber jetzt natürlich die Heinkel H111. Die im Spanischen Bürgerkrieg erprobte H111 war der beste schwere deutsche Bomber in der ersten Hälfte des Zweiten Weltkriegs. Die Standardversion während des Krieges war die H111H, die schließlich 13 Bombergeschwader und 6 weitere Bombergruppen ausrüstete. Sie wurde auch als Pfadfinderflugzeug mit speziellen Funkeinrichtungen und für Angriffe auf Seeziele verwendet. Die H111s waren an jeder Kriegsfront, von der Arktis bis nach Afrika und vom Atlantik bis zum Irak anzutreffen. Dank ihrer robusten Tragflächenauslegung transportierte die H111 Torpedos, Henschel 293 Flugkörper und die legendäre V1 den ersten richtig einsetzbaren Marschflugkörper. Als Deutschland die strategischen Bombenangriffe aufgab, wurde sie als Transport- und Schleppflugzeug für Lastensegler verwendet. Die H111Z, Z steht hier für Zwilling, war eine Schlepperflugzeugentwicklung aus zwei verbundenen H111H mit insgesamt 5 Motoren. Die H111 wurde aber nicht nur von der deutschen Luftwaffe benutzt.
In Spanien, also im spanischen Bürgerkrieg, wurde die 411B mit der Kennzeichnung 25-32 nach einer Notlandung von den republikanischen Streitkräften erbeutet, in die Sowjetunion verbracht und im Wissenschaftlichen Institut Moskau unter der Bezeichnung Samolyot, das steht für Flugzeug 31, ausgiebig getestet, wobei einige Technologien für die sowjetische Luftstreitkräfte übernommen wurden. Beispielsweise wurde das Bombenzielgerät kopiert und fand später in den Typen Ilyushin 4, Tupolev 2, JR-2 und P-8 Verwendung. Eine während des Zweiten Weltkriegs erbeutete He-111H wurde an der Fliegerschule Saratow als Lastensegler-Schleppflugzeug genutzt und flog in dieser Funktion mit einer A-7 auch einen Einsatz zur Versorgung von Partisanen im gegnerischen Hinterland, wurde allerdings tragischerweise auf den Rückflug von einem eigenen Jagdflugzeug abgeschossen. 30 He-111 F-1 und 5 He-111 G-5 wurden an die Türkei sowie mehrere He-111B und He-111E an das faschistische Franco-Spanien geliefert. Bis 1956 wurden von der spanischen Firma Construcciones Aeronáuticas S.A., kurz CASA, in Tablada bei Sevilla noch rund 250 Exemplare der He-111H 16 Lizenzversion CASA 2.111B gefertigt. Diese He-111 Ableger flogen 1957 während des Ifini-Krieges gegen Marokko Bombenangriffe und befanden sich bei der spanischen Luftwaffe bis in die 1970er Jahre im Dienst. Hervorstechendes Unterscheidungsmerkmal sind die großen Kühler unter den Motoren, die auf die bei der 2.111B verwendeten Rolls-Royce Merlin-Triebwerke hindeuteten. Diese wurden nötig, weil die deutschen Daimler-Benz-Motoren, wie sie auch bei der 2.111A verwendet wurden und die dazu passenden Ersatzteile nach Kriegsende kaum noch verfügbar waren. CASA 2.111B wurde als He-111-Double im Film Luftschlacht um England eingesetzt. Das sind die Flugzeuge, die er im Intro gesehen hat, nämlich die CASA 2.111B. Ich füge euch gleich noch zwei Fotos der He-111 an, die ich im Technikmuseum Sinsheim selber geschossen habe, und dann viel Spaß gleich beim Review. Ja, Freunde, da haben wir unsere 5717, die Heinkel He-111P-2 von Kobi. Ein schöner Vogel und ich muss echt sagen, richtig schick. Schaut es euch an, diese Tragflächen, dieses typisch Heinkel He-111, richtig schön gelöst bei Kobi. Und ich muss echt sagen, gehen wir gleich in die Vollen. Kobi hat dir wirklich mit Baurichtungsumkehr, mit Bügelperlen, mit ihren schönen, hier mit ihren 1x2ern, C-Claim auf Radaufhängungen, die 1x2er auch sind, schön diese schräge Form hinbekommen mit diesem Dachteilen eigentlich. Die kennen wir bei Lego von früher mit Noppen drauf als, ja, für die vier Noppen breiten Fahrzeuge immer als Dach, um die Figuren reinzumachen. Das hat Kobi schön gemacht hier, dass wir hier diesen schönen geschwungenen Flügel hinbekommen. Generell das Flugzeug ist ja ikonisch und man sieht es. Es gibt so ein schönes Foto, ein Schwarz-Weiß-Bild, wo genau diese Draufsicht ist über den Themsebogen in London. Also dieses Flugzeug ist wirklich gut getroffen und wirklich viel Baurichtungsumkehr. Ihr habt es im Speedbild gesehen, man noppt hier unten die Bügelperlen auf. Hier wird es typisch Kobi wieder dran geklemmt. Und was mich auch freut, endlich mal wieder sieht man bei einem Kobi-Flügel, Vogel meine ich, mit Flügeln, Noppen. Wir haben hier hinten ein paar Noppen, sonst sagt man ja immer, oh, das ist alles Modellbau, gar keine Klemmbausteine mehr. Hier sehen wir aber Noppen und auch hier unten finde ich diesmal, obwohl man natürlich auch wieder typisch Klemmbaustein die Röhren sieht, finde ich aber hier richtig gut gelungen. Auch richtig cool ist hier der Bombenschacht mit dem Magazin. Hier stecken die Bomben drinnen in diesen 1x2er-Bricks, die so hohl sind und die fallen auch raus. Wir können jetzt also hier Boeing bombardieren. Ich blende euch das auch gleich kurz einmal ein, wie es in echt aussah. Und auch hier ganz schön diese großen Bomben und wir können auch hier wieder das Magazin natürlich ganz normal befüllen. Wer damit spielen will, alles okay. Ich würde es nicht machen. Bei mir kommt der Vogel wirklich unter die Decke. Ich finde ihn richtig gut gelungen und auch die, wie gesagt, habe ich euch gesagt, die Flügelkonstruktion von unten ist diesmal nicht ganz so hässlich. Auch wenn natürlich Kobi hier ein bisschen mehr dieser
flachen Teils spendieren könnte, dann wäre es noch cooler. Ja, wie gesagt, die beiden Bomben, das Fahrwerk können wir schön ein- und ausfahren. Die Seaclamps sind sehr, sehr gut. Wir haben ja sogar, das ist ja typisch Kobi mittlerweile, weil sie ja bei anderen Sets schon mal gebrochen sind, auch welche mit als Ersatz dabei. Also damit können wir das Fahrwerk auch schön ein- und ausfahren und brauchen keine Angst haben, dass es hier Stressmarken gibt und das vielleicht knickt, so wie es beim Daimler hatte. Ja, auch schön hier unten die Geschützstände, vorne wie hinten, hier oben auch mit diesen typischen Kobi MG-Teilen. Dieses Kabel für die Antenne habe ich mir selber gezogen. Empfehle immer, sich dann Negan bei der Mami zu klauen, bei der Freundin. Wir haben nämlich hier im Seitenleitwerk eine Öffnung dafür. Hier vorne nicht, aber ich habe es drum gewickelt und dann unten in diese Jumperplate einfach reingeklemmt und dann passt das. Hier vorne ist dieser Pilotenkopf, den ich euch gesagt habe. Ihr habt es ja im Speedbild auch gesehen. Ich komme jetzt leider nicht mehr so gut an die Haube ran. Wenn die einmal klemmt, dann klemmt sie. Deswegen habe ich die Minifiguren auch nicht reingesetzt. Wir machen mal ganz kurz einen Rundumblick und sehen auch diese schönen Prints überall, also jetzt hier von vorne, ne, die Daimler-Benz Motorengondel, die Draufsicht, die Drucke der Balkenkreuze und auch hier des Kampfgeschwaders sehen wir auch diesen Greif oder Löwe mit Flügeln. Wir sehen hier die Fenster, die aufgedruckt sind. Wir sehen die Kennzeichnung des Flugzeugs. Von unten noch einmal, da haben wir keine Balkenkreuze, aber wir haben hier an der Seite dann halt, habe ich euch gesagt, und auf der anderen Seite ist natürlich identisch, die Fenster nur ein bisschen versetzt und es fehlt der Blick auch von hinten, denn ja, ich weiß, ich bin auch so einer, ich schaue mir gerne mal den Heck oder das Heck von Sachen an. Also ist wirklich ein schöner Vogel. Ich kann leider keinen Vergleich machen zu der ersten Heinkel, die habe ich leider nicht, die werde ich mir aber noch mal besorgen und dann können wir es vielleicht genauer vergleichen. Aber kommen wir jetzt noch mal zu den Figuren, die auch wieder Kobi-typisch sehr gut gelungen sind. Gerade die Drucke, hier der eine Pilot mit dem eisernen Kreuz, er hat seine Wings auf den Ärmeln links wie rechts, beziehungsweise auf der Schulterpartie. Den Gesichtsausdruck finde ich ein bisschen krass, aber na gut, vielleicht wollen die Eis lecken, ich weiß es nicht. Das ist wieder typisch Kobi. Der Flieger hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Wenn ihr mal ein Flugzeug bauen wollt, wenn ihr neu bei Kobi an der Materie herangeht, wenn ihr ein bisschen Baurichtungsumkehr und ja auch ruhig mal ein bisschen diese Kobi gröberen Teile, Formteile kennenlernen wollt und da halt nicht wirklich vor zurückschreckt, dann kann ich euch diese Heinkel H111P-2 nur empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt richtig. Ich habe überlegt, ob ich hier nicht noch irgendwie auf einer großen grauen Lego-Plate, ihr kennt sie, vielleicht sogar so eine kleine Hangar-Szene nachspiele. Denn dieses Flugzeug nur unter die Decke oder irgendwo hinzustellen, finde ich viel, viel zu schade. Gerade wenn wir hier die Piloten haben und die Aufmunitionierung irgendwie, finde ich sehr, sehr spannend. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Mir gefällt der Flieger. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mir einfach mal eure Meinung zu der Heinkel in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns gleich noch einmal abschließend in die Augen schauen. Ja, Freunde, sind wir auch schon am Ende. Unsere Heinkel H111P-2 ist gelandet. Und ich finde es einfach ein toller Flieger. Schaut euch mal diese coole, ikonische Flügelform nochmal an. Und ja, wo wir gerade dabei sind, ich habe euch vergessen zu erwähnen, dass man hier das Querruder verstellen kann, bewegen kann. Richtig nice. Und natürlich ganz wichtig, darf man auch nicht unterschlagen, die bedruckte Slope mit der Typenbezeichnung der Heinkel. Ich werde mir jetzt hier ein kleines Diorama bauen mit dem Lego Straßensystem, wahrscheinlich ein paar Betonplatten darstellen oder mit Teils, muss ich mal schauen, und ein paar Fässerchen, ein Leiterchen, Leiterwagen und Bombenwagen, irgendwie sowas werde ich hier hinklüppeln, damit es ein bisschen aussieht nach Flugvorfeld, Aufbewaffnung oder wie auch immer. Wie macht ihr das denn? Baut ihr euch auch so Dioramen, Schrägstrich Schaubilder oder packt ihr eure Fahrzeuge einfach nur stumpf ins Regal oder wieder weg, wie das auch manche machen, in den Karton? Würde mich echt mehr interessieren. Klickt mal unten auf die Videobeschreibung auf mehr und schreibt mir das da in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wie ihr das macht. Lasst uns doch mal austauschen. Ich möchte auch gerne ein bisschen von euch lernen. Und generell, wenn ihr mit mir mal quatschen wollt, findet ihr auch den Link unten zum Discord in meiner Videobeschreibung. Da bin ich öfter mal im Talk, aber auch viele andere interessante Menschen, mit denen ihr euch über das Thema Klemmbausteine oder Kobi oder wie auch immer austauschen könnt. Bezugsquellen zum Flieger findet ihr natürlich dort auch und die tolle Facebook-Gruppe, bei der ich Admin bzw. Mod bin, die Kobi-Freunde GER, wo wir uns natürlich erst recht richtig nerdig über das Thema Kobi auslassen. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, der Flieger hat euch auch so viel Spaß bereitet wie mir. Gerade das Video hat mir besonders Spaß gemacht. Ich mag das Flugzeug halt und ihr habt es bestimmt gemerkt an den vielen Fotos und Videoschnipseln, die ich reingeschnitten habe. Ich hoffe, meine Leidenschaft für dieses Thema kann ich euch ein bisschen näher bringen und euch auch mitfiebern und vielleicht ein bisschen anstecken, dass ihr euch auch mal ein Kobi-Setchen kauft. Muss ja kein Kriegsgerät sein. Gibt jetzt ja auch zum Beispiel die Ente von Citroën und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Freunde, trotzdem euch einen guten
guten Flug, immer schönen blauen Himmel. Ich hab euch lieb, ihr habt mich auch lieb, das weiß ich. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blogstar.